Hallo ihr Lieben, willkommen, Bespin hier. Ja, was hat man in der vergangenen Division 2 nicht für geile Events? Also zum Beispiel, was die XP angeht. 3x XP-Event, wir hatten das 5x XP-Event. Allerdings war es natürlich bei manchen verbuggt und das war natürlich richtig schade für diejenigen, die eventuell auch die Uhr noch nicht voll haben, ja. Oder halt natürlich, egal, ja, also nochmal richtig da was rausholen wollen. Insbesondere natürlich auch vor der Season 2, damit wir genug Ressourcen haben, um eventuell manche Sachen natürlich auch wieder zu rekalibrieren bzw. zu optimieren. Nichtsdestotrotz, Daria hatte ja von Massive bzw. Division 2 auch bekannt gegeben auf X, blende ich euch auch nochmal ein, die Antwort, hat sich dafür entschuldigt. Gut, was wollten sie machen, ja? Wie sollen sie einen entschädigen? Aber sie hat bekannt gegeben, dass solche Events wiederkommen. Ob wir natürlich mehr als 5x XP, das glaube ich eher nicht. Aber was ich euch zeigen wollte war, ich habe auf Herausforderung mit allen Direktiven mit The Harvest und ich muss ganz ehrlich sagen, der Revolver ist richtig nice, vor allen Dingen mit dem richtigen Attribut bzw. mit dem richtigen Talent. Also lassen wir nicht quatschen, lass knacken, auf geht's. Okay, I know I'm here to stay. Counting on my wins, though, I can't play it safe. Trying to go against us, get you out the way. Go hard, it's the only way to play. Let me say, I'm a trendsetter. I'm a go-getter. I'm a trendsetter. I'm a go-getter. I'm a trendsetter. Who can do it better? I'm a go-getter. I'm a trendsetter. Ay, look, they keep calling me, could you ride this beat? Look, probably. Okay, it ain't no problem. See, I can mold this thing like pottery. Myself. And before the top and I don't need your help. We set the tempo, we run this thing in tempo. Let's go. Boy, I'm locked in, know your place, I'm top 10. And all my haters watching, so you know I keep on clocking. It's go time, my whole style of go mine. Take my place, I hold mine. Run up, then it's go time, it's show time. Whoa, yeah, they know I'm the one that set the trends, y'all. Tell them tenfold, I'm gonna change the tempo, okay. Tell them I can't play it safe, got my wins on the way. Gotta show them how to do it, man, my team making plays, okay, your team better play off. Sleeping on me, wake up, too easy just to lay off, okay. Tell me, who you know can do it better? I know, they know, we know I'm a trendsetter. Ayy, okay, I know I'm here to stay. Counting on my wins, so I can't play it safe. Against us, get you out the way. Go hard, it's the only way to play. Let me say, I'm a trendsetter. I'm a go-getter. I'm a trendsetter. I'm a go-getter. I'm a trendsetter. Who can do it better? I'm a go-getter. I'm a trendsetter. Hey, look, told them I would elevate, now watch me go up. Critics acting up confused, they can watch me blow up. Knew I had it in the bag, I just had to show up. I know that she ain't never lie. Said they need a double, still they lost, cause they ain't hit my line. Whoa, it's my time on the dot, gotta shine, let them watch, cause we game it for the top. It's a bop, whoa. Ayy, okay, I know I'm here to stay. Counting on my wins, so I can't play it safe. Players trying to go against us, get you out the way. Go hard, it's the only way to play. Let me say, I'm a trendsetter. I'm a go-getter. I'm a trendsetter. So, diesmal ein bisschen anders Gameplay vorher gewesen. Ich glaube, das hat, sagt doch alles, oder? Mit Herausforderungen, allen Direktiven, mit dem Pistol-Build, beziehungsweise mit dem Revolver-Build, muss man ja sagen. Richtig nice. So. Ich fange jetzt direkt mal in diesem Fall wieder an mit der Spezialisierung. Ich habe mich in dem Fall für den Präzisionsschützen entschieden. Nicht vergessen natürlich hier die natürlich Boni raus und 15% mehr Schaden durch Handfeuerwaffen. Ihr werdet gleich sehen, dass ich in dem Bild halt auch ein Scharfschützengewehr bzw. hier ein Gewehr drin habe. Aber das ist jetzt hier nicht entscheidend, weil es geht hier rein um den Pistolenschaden bzw. Revolverschaden bzw. hier 15% höhere Waffenstabilität. Deswegen habe ich mich nochmal hier entschieden für den Präzisionsschützen. Ich gehe wieder hier in die Ecke, damit wir nicht wieder einen Ads dann hier überrollt werden. Das ist ja überrannt werden, das ist immer total ätzend. So, wir schauen uns das Ganze an. Ich habe hier, ich gehe direkt mal auf den Rucksack ein. Ich habe den Memento hier drin, damit ich die Trophys sammeln kann. Ihr werdet diesen Rucksack
kennen, für alle diejenigen, die ihn nicht kennen, der kommt mit allen drei Attributen, das heißt also Kernattributen, Waffenschaden, Rüstung und einen Fertigkeitenrang. Ich habe hier Chance auf kritische Treffer, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt und ihr habt genug Chance auf kritische Treffer in dem Bild, werdet ihr gleich sehen, habt ein bisschen mehr auf Kopfschussschaden, das ist natürlich ausgelegt, aber ich habe hier jetzt Chance auf kritische Treffer, damit wir wenigstens ein bisschen hochkommen mit den Chance auf kritische Treffer. So, Kill bestätigt, das sind die Trophys, die man einsammeln kann. Man erhöht also, wenn man den Maximum hat, nochmal den Waffenschaden, 30%. Richtig gut natürlich auch die Bonusrüstung, die uns natürlich auch ab und zu wirklich den Arsch retten kann, wenn man die Trophys einsammeln. Und wir kriegen in Summe auch 3% Rüstungsregeneration, die sich natürlich nicht so immens auswirkt, weil wir nur bei 924k Rüstung sind. Nichtsdestotrotz, es hilft. Ich habe hier, weil ich den Revolver The Harvest und ihr werdet ja mit Sicherheit in dem Mooncake-Event auch einige davon sammeln oder habt ihr gesammelt. Ich habe jetzt dann irgendwann hier mit Kopfschussschaden einen Revolver bekommen, The Harvest, und habe hier entschlossen drauf geholt, weil dieses Talent, wenn man einen Gegner mit einem Kopfschuss getötet hat, wird der nächste Treffer bei einem beliebigen Gegner landet. Also ihr müsst da nicht den Kopf treffen, garantiert ein Kopfschusstreffer. Und da wir das hier auf Kopfschussschaden ausgelegt haben, ist natürlich dann auch dieser Schaden immens mit dieser Waffe. Kommt natürlich auch aus dieser benannten Maske, das ist Schlagtrauma. Die könnt ihr farben auch im Countdown, ja, wenn ihr zum Beispiel auf Douglas Harding einstellt, die fällt da auch immer wieder. Wir bekommen 20% Pistolenschaden. Ich habe hier natürlich Max Waffenschaden drin, Kopfschussschaden, 20% kommt hier immer best ins Slot. Schaden durch kritische Treffer habe ich jetzt hier und habe hier halt, wie gesagt, Kopfschussschaden Mod hier reingenommen. Dann komme ich auf die benannte Weste, Walker Harris, richtig geil, sehr ein Mörder. Ich gehe erstmal auf das Talent ein, perfekter Kopfgeldjäger in dem Fall. Falls ihr die nicht habt, könnt ihr natürlich auch eine andere nehmen. Ja, es muss nicht unbedingt auch Walker sein. Ihr könnt ja auch ein anderes Teil in diesem Bild reinsetzen von Walker, um den Waffenschaden zu pushen. Aber Kopfgeldjäger wäre schon interessant. Wenn sie einen Gegner mit einem Kopfschuss töten, fügt der nächste innerhalb von 30 Sekunden 150% des Schadens des Kopfschusses dazu. Der Schaden ist auf 800 begrenzt, wird allerdings erhöht auf 1250%, wenn ihr Kopfschussschaden 150% übersteigt. Das haben wir definitiv, zeige ich euch gleich. Ich habe jetzt hier nochmal um den Kopfschussschaden Providence, habe ich hier 15%. Das wird auch genervt, ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau, habe ich jetzt, nagelt mich jetzt nicht fest, habe ich nicht genau nachgeguckt. Das Bild wird auch trotzdem in Season 2 noch funktionieren, keine Angst. Waffenschaden 15%, Chance auf kritische Treffer, habe hier Kopfschussschaden nochmal als zweites Attribut drin. Und habe dann mich entschieden, Grupo Sombra hier. Ist zwar Chance drauf, ja, damit ich dann halt wenigstens ein bisschen Chance auf Crit, habe ich ja gesagt, drauf komme hier, Schaden durch kritische Treffer 15%, wird auch genervt in Season 2, aber immerhin. Und natürlich klar, Gebet des Fuchses, hier mit Kopfschussschaden, Schaden gegen Ungedeckte ist halt hier Best in Slot 8%, 15% Waffenschaden sowieso. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen, wenn ihr wollt, auch Rüstung reinnehmen, funktioniert auch. Wenn man jetzt zum Beispiel, und das habe ich vorher immer gemacht, mit der D50 entschlossen, wenn man die Waffe jetzt mal vergleicht mit der D50, hiermit entschlossen, 563k, die Harvest grundsätzlich im Gesamtschaden 582 und ich habe hier auch keinen, ich habe noch nicht meinen Expertisenrang auf Experte, ja, und ich habe aber auch die D50, die ich vorher verwendet habe, wie gesagt, in dem Bild, auch nur auf Experte, ich habe also nichts in die Know-how-Stufen reingebuttert, könntet ihr machen, dann wird das natürlich extrem stark, aber gut, reicht, deswegen habe ich gesagt, okay, was soll ich da Ressourcen verbrauchen, ja, Kopfschussschaden hier drauf, wie gesagt, beide und entschlossen, aber ihr seht, die D50 hat zwar eine geringfügige plus 19 Schussrate höher und hat aber auch zwei mehr Magazin, macht aber ehrlich gesagt nicht viel aus. Viel besser ist aber, dass man die Stabilität bei The Harvest immens höher ist. Ihr seht hier den roten Bereich von der Stabilität D50, der würde wegfallen in dem Fall und den habe ich bei der Präzision. Die Präzision ist bei der D50 besser, aber das habt ihr im Gameplay gesehen, das geht rucki zucki mit der Harvest. Also die spiele ich tatsächlich, also diesen Revolver, im Moment lieber als die 50. Die D50 war mir, die zieht so dermaßen in der Stabilität weg. Ich bin mit der Harvest, mit dem Revolver, viel, viel sicherer geworden. Also das ist echt gut. Der Memento, wie gesagt, natürlich klar, dass man die Überlebenschancen ein bisschen raus. Ihr habt natürlich auch einen Fertigkeitenrang, ja, einen zumindest so. Und da habe ich dann das Bollwerkschild drin. Falls ihr dann natürlich auch ein bisschen so, ja, in Verlegenheit kommt und ein bisschen Schaden nimmt, dann müsst ihr natürlich das Bollwerk ziehen und dann habt ihr sowieso auch nur eine Pistolenmöglichkeit zu schießen, beziehungsweise Revolver. Und dann müsst ihr natürlich von der Seite aufpassen und so, aber auf herausfordernd. Und ich habe das auf herausfordernd halt, wie ihr seht, habe ich das hier so eingestellt, herausfordernd mit allen Direktiven, weil es einfach von dem Zeitaufwand im Verhältnis, und deswegen zeige ich euch das Bild, wenn nochmal so ein XP-Event kommt, ist das hiermit, geht das so schnell. Also ich habe so Sachen, wo ich teilweise auch
eventuell die Spawns noch nicht so kenne, ja, bis auf den einen Platz, den ich in meinem Livestream gezeigt hatte, dann hast du ja 50 Sekunden, maximal 60, also eine Minute, und dann hast du das Ding immer, hast du die alle weggerotzt. Ja. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wenn wir jetzt mal hier auf, bleiben wir mal hier auf Veteran und ich gehe mal auf die Pistole, also jetzt hier in dem Fall Revolver, und gehe, Moment, wir machen es anders, ich gehe jetzt erstmal auf die D50 und ich werde jetzt mal nichts quasi gegensteuern. Ich gehe jetzt nur hier mal auf den Kopf und werde nur schießen und nicht dagegen halten. Wenn ich einmal, guck mal, wie die nach rechts weggeht, ja. Also ich würde jetzt in dem Fall, seht ihr, ist auch nicht rot, ich würde jetzt gar nicht treffen, ja. Jetzt mache ich das gleiche nochmal mit der Harvest. Und wie gesagt, ich habe da an den Mods auch nichts großartig verändert. Ich habe jetzt hier nur Nachladetempo drauf und hier Waffenhandling nochmal. Das gleiche habe ich bei der D50 auch als Mod drin, ja. So, und gehe jetzt hier nochmal auf den Kopf und schieße einmal, genauso wie gerade eben bei der D50. Die bleibt da. Und der nächste Treffer geht direkt wieder auf den Kopf. Das heißt, guck mal, der geht, die geht gar nicht weg. Ja, schon wieder. Ich habe nichts verändert. Hier ist immer noch. Ich würde jetzt immer noch, geht sogar hin. Der Aim Assist reagiert sogar. Ich war nicht am Stick. Ja, und treffe wieder. Das ist mit der D50 nicht gewesen. Da musste ich immer wieder kontrollieren. Und das funktioniert mit der Harvest richtig gut. Und manche haben gesagt so, ja, ne, Harvest, das ist ja nichts Neues. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie die benannte, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, die wir immer wieder gekriegt haben, die wir immer dann weggeschmissen haben. Ist sie auch, aber ich glaube auch, das haben sie auch, meine ich, auch angedeutet, dass sie hier halt das gemacht haben. Im Grunde genommen das gleiche, Gesamtschaden, der Grundschaden ist hoch. Ihr müsst nur halt farmen, die anständigen Attribute kriegen und ihr habt frei wählbar das Talent. Und mit entschlossen ist The Harvest einfach der Hammer. Also das würde ich euch empfehlen, das wollte ich euch nur nochmal sagen. Das Bild wird auch mit Sicherheit in Season 2 auch super funktionieren noch, keine Angst. Und wie gesagt, ihr könnt ja auch nochmal hier Know-how rein, also den Schaden nochmal natürlich erhöhen. Geht auch, ja. Oder hier, ich habe den Memento auch nur bei 8% nochmal, was Rüstung angeht. Ja, da kriegt man auch den nochmal hoch. Aber wie gesagt, ich habe dann gesagt, hier, das funktioniert, was soll ich da Ressourcen reinbuttern? Das so viel dazu. Die Skills, ja, Bollwerk auf jeden Fall. Hier habe ich einen Köder drin, bei allen Direktiven, weil coole Fertigkeiten aktiviert ist. Natürlich immer 15 Sekunden ist dann das andere deaktiviert. Da könnt ihr aber auch machen, was ihr wollt. Ja, wenn, achso, was ich natürlich auch in dem Gameplay, was ihr gesehen habt, das dürft ihr nicht vergessen. Wenn ihr zum Beispiel Hunde habt, ja, oder die Roboter, und ihr habt entschlossen drauf, wartet, bis das zerstört ist, ja, wenn der Hund zum Beispiel dann explodiert, dann erhaltet ihr auch immer entschlossen wieder zurück, weil das dann quasi wie ein Kopfschuss gilt, ja, und das bleibt erhalten, das Talent. Schießt ihr vorher wieder auf einen und trifft den nicht an einen Kopf, dann ist entschlossen deaktiviert. Da solltet ihr auch mal bitte drauf achten, dass ihr da immer ein bisschen wartet, ja, weil viele warten dann so, den Hund mache ich erst zuletzt oder so. Nee, den könnt ihr erledigen, wartet ein bisschen und wenn der dann explodiert, kriegt ihr auch wieder so ein akustisches, ja, Signal wie bei einem Kopfschusstreffer, wenn entschlossen aktiviert ist. Da solltet ihr nochmal drauf achten und das Bild macht Spaß. Habe ich mir abgespeichert, wie gesagt, ich habe mich jetzt hier nur auf der Harvest, ja, also auf dem Revolver konzentriert. Ihr könnt hier die Waffen natürlich, habe ich alles jetzt hier auf entschlossen. Habe ich aber nie benutzt, ja, weil wie gesagt, wenn ich das Schild dann sowieso ziehe, geht eh nur, ja, quasi die, die Pistole bzw. Revolver und ja, deswegen sind die Waffen Sekundär Premier jetzt Premier eigentlich wurscht, ja. Also, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich immer super freuen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht gehe ich auch dann nochmal live und ja, wir sehen uns dann. Macht's gut, euer Bestman. Und schönes Wochenende natürlich. Ciao, ciao.